Moin Krempel. Herr Thomas, servus. Platz 2. Amorx ist auch noch da, aber es geht. Schon wach? Ja, ich bin tatsächlich sogar schon seit 4 wach. Bin um 4 aufgestanden, mir geht es so gut, bin ein bisschen krank. Ja, bin halt früh aufgewacht und dann erstmal aufs Klo gerannt, einen flotten Otto abgeseilt. Ein bisschen blöd gelaufen heute, kein Plan. War ein genervt. Gut geschlafen. Ja, am Abzählen davon, dass er halt nur viel zu kurz ist. Ich habe bloß 3 Stunden oder was gepennt. Oh. Jetzt gerade arbeitet er an einem Video. Jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen online. Ach ja, ein bisschen Musik können wir ja auch mal ein bisschen spielen, so was in Bayern dran, ne? Ja, so am Morgen spiele ich ganz gerne mal so ein bisschen Zeug, wo ist es? Schieß, das da war, oder? Ja, heute gibt's mal ein bisschen Chill-Musik. So. Ja, aber jetzt gerade ein neues Video, ein Top-Video. Mal gucken, was sich das so ergibt. Drei Stunden, ich fühle mich noch 8 Stunden noch total müde. Ja, ich auch. Da bin ich auch so eigentlich. Also ich schlafe normalerweise so 4 Stunden oder was, oder 5 Stunden, da bin ich eigentlich am fittesten. Wenn ich 3 Stunden schlafe, dann ist es zu wenig. Und wenn ich mehr als 5 Stunden schlafe, ist es auch zu viel. Dann schlafe ich immer wieder weiter. Ich weiß nicht. Also so 5 Stunden Schlaf ist eigentlich das Perfekte, was ich festgestellt habe, so für mich. Moin. Moin, Leute. Du, was hast dich vom Loop zum... Nö, ich hab... Ich habe spiel schon den ganzen Morgen mit dem Gedanken an einen Frühstücksstream zu machen. Weil genau genommen frühstück ich ja nicht. Naja, bis auf meinen Cappuccino, der auch schon fast wieder alle ist. Okay, muss ich ausprobieren. Danke, Drache. Hä, was musst du ausprobieren? Achso, wie ich dann schlafen meinst du jetzt wahrscheinlich? Blondie. Sag mal, Blondie, das kann doch nicht sein, dass du jetzt wirklich um die Uhrzeit schon wach bist und da bist. Nee, es ist ohne Scheiß. Ich kann frühs um 8 Uhr streamen, ich kann abends um 8 Uhr streamen, ich kann mittags um 2 Uhr streamen, Blondie, Amox und einige andere sind immer permanent dabei. Sogar morgens sind die Idioten schon unterwegs. Man möchte meinen, dass die mal in die Schule müssten. Ja, sollte man meinen. Für mich zum Beispiel, warte mal an. Ach, das geht nicht mit dem Schreibsystem, verdammt. Das Lied ist gut. An das Lied habe ich heute früh schon gedacht. Ich bin auf jeden Fall um 3 oder nee, um 4 bin ich aufgestanden. Ich hab mich gestern Abend um 1 oder was hingelegt. Ich wollte eigentlich nur zu Johnny, aber habe dann einmal gepackt, der war dann so im Arsch. Dass ich mich dann um 1 oder was hingelegt habe oder kurz nach 1. Und dann habe ich mich um ist ja gar nicht das Liedboden, an das ich gedacht habe. Was das speichere ich jetzt mal kurz ab, das mache ich nachher. So. Ich mal rüber, so. Bin um 4 oder was bin ich aufgestanden, kurz nach 4, so ungefähr 3 Stunden später. Und hab aber schon einen unruhigen Schlaf gehabt, wie Sau. Also bin schon alle paar Stunden immer wieder aufgewacht und alles. Und bin halt schon immer alle paar Stunden wieder aufgewacht und alles und dachte mir echt ernsthaft, ja, was ist los, so ungefähr. Und ja, bin halt. Dann bin ich halt auf dem Klo gesessen, flotten Otto, keine Ahnung warum, ohne Grund, ohne Sinn und Verstand. Dann habe ich mich geduscht noch danach und dann bin ich aufgestanden, habe gefrühstückt und alles.
Ja. Schönen guten Morgen. Servus, Mister. Mister Mint. Got to know. Unterhalt uns mal. Wie soll ich euch denn unterhalten? Ich suche eigentlich ein Lied. Ach, das hier war's. Lass ich immer nur gewinnen, genau. Moin Drache, Servus. Oder auch mal gute Besserung. Ja, ich hoffe echt, dass es mir dann besser geht. Ich meine, jetzt geht's wieder. Aber ich bin aufgestanden und bin fast eine Stunde nur auf dem Klo gesessen. Also das ist so aufstehen, ist echt ekelhaft. Was machst du heute Schönes? Was ich heute Schönes mache? Ich habe am Video gearbeitet bis gerade. Es gibt ein Top 5 Video. Ich überlege immer noch, ob ich das eine Video hochladen soll oder ob ich das nochmal neu mache, weil ich habe schon ein Video fertig eigentlich für Drachenlord, das ich eigentlich hochladen möchte, aber keine Ahnung. Dann muss ich mal schauen, wie es weitergeht. Dann habe ich heute noch vor, ich weiß nicht, vielleicht noch ein Vlog oder sowas. Mal gucken, wie das Wetter oder wie das nachher ausschaut. Weil das Wetter ist bei uns überhaupt nicht geil. Also ich bin froh. Ich wollte eigentlich heute in den Tiergarten und da heute streamen und alles und da ein bisschen was machen. Aber das Wetter sieht so ungeil aus. Es ist richtig im Regen, es ist zwar nett, aber es ist richtig widerlich kalt. So kalt sogar, dass ich sogar einen Ofen anhabe und mich sogar an die Füße friere, obwohl ich Socken anhabe. Und dann, lauter so ein Scheiß, also ganz ehrlich, das ist wirklich widerliches Wetter heute. Ich bin ganz froh, weil wenn ich jetzt in den Tiergarten gegangen wäre heute, dann wäre ich jetzt schon unterwegs. Oder wäre jetzt schon wahrscheinlich unterwegs. Rubel, ich glaube, es weiß jeder, dass das nicht der echte ist, du dummes Stück Scheiße. So, und der Tag fängt schon gut an, wenn ich schon so beleidigen muss. Du sagst es, bei uns hat's gestern geschneit. Ja, bei uns hat's vorgestern gehagelt und geschneit. Das war ekelhaft. Und ultra kalter und ekelhalter Wind, ey. Das ist so widerlich. Das ist echt nicht normal mehr. Immer nur gewinnen. Wisst ihr, ich hatte eigentlich vor, diesen Shop zu ignorieren, aber wenn ihr wirklich unbedingt meint, dass ihr diesen Shop jetzt die ganze Zeit machen müsst, dann werde ich den Shop jetzt eben direkt mal melden. Also wenn ihr nicht anders wollt, wenn ihr nicht anders hören wollt, dann mache ich es eben so. So, pass mal auf. Ich das mal in den Support melden, wenn ihr wollt, wenn ihr unbedingt so auf die Kacke hauen wollt und mir hier einen Shop reinhauen wollt und das sogar, obwohl ich es jetzt noch gutmütig abriere und alles und jetzt da so eine Scheiße abziehen wollt, dann werde ich jetzt zwei Sachen machen. Ich werde jetzt einmal bei Spreadshirt und einmal bei meinem Netzwerk melden. Auf Anzeige werde ich verzichten, es sei denn, es taucht jetzt nochmal was auf. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. So, Support. Irgendwann, Leute, werde ich ja mal eine fette Anzeige, und ich meine das diesmal ernst, irgendwann werde ich wirklich mal eine fette Anzeige raushauen und den Menschen auf 10.000 Euro Schadensersatz verklagen. Was ich mittlerweile echt kann, weil teilweise die Leute wirklich mehrere tausend Euro damit auch teilweise verdienen. Wenn man das mal alles zusammenrechnet, was da teilweise einzelne Leute verdienen, an mir verdienen, ohne dass ich davon irgendwas krieg, ja.
dann ist das nicht mehr lustig. Und dann lacht ihr auch nicht mehr drüber, wenn ihr plötzlich plötzlich eine Anklage und Anzeige habt und ich dann hinterher mit 10.000 Euro heimgehe und ihr die nächsten 3 Jahre dafür arbeiten müsst, dass ihr es abzahlen könnt. So, E-Mails schreiben. Betreff. Moment, jetzt brauche ich kurz das Impressum. Das ist überhaupt die richtige E-Mail, warte mal. Liebhaberstück, das ist ein Glück. Liebhaberstück. Ich hab übrigens schon mal so einen Shop rausgehaut. Deswegen weiß ich auch, dass das geht. Ich kann nicht immer so über mich in den Arsch ablachen. Ich habe schon 10.000 Mal mehr Erfahrung in dem Scheiß wie ihr mittlerweile. Und wenn ihr darüber lachen wollt, bitte schön. Ich möchte diesen User in den Shop melden. Analysiert meinen Shop. User. Ich bitte um umgehende Löschung des Shops und des Losers sollten bereits Shirts verkauft worden sein. Sollen bereits Shirts verkauft worden sein, bitte ich um Auskunft. Da ich in diesem Falle eine Anzeige und Anklage auf Schadensersatz an den User stellen möchte. Werde mich auch mein Netzwerk wenden und dort Bescheid geben. Mit freundlichen Grüßen, deine So, E-Mail verschickt. Das ist mir scheißegal, ob du mir das glaubst. Ich habe die E-Mail gerade verschickt. Und zwar an info@spreadshirt.net. Das ist die E-Mail. Ich kann dir mal vorlesen, was ich geschrieben habe, warte. Schickte E-Mails. Wo ist es? Ich find's gerade witzig, dass die meinen, ich hab's halt wirklich gemacht. Hier, gesendet. Hier, an info@spreadshirt.com. Hallo.
Ich möchte diesen User mit dem Shop melden. Der User imitiert meinen Shop und bietet, ja gut, Rechtschreibung halt, bietet ähnliche, wenn nicht gar die gleichen Artikel im Shop an wie ich. Dann ist die E-Mail eingefügt, also die Adresse vom Shop. Ich bitte um umgehende Löschung des Shops und des Users. Sollte bereits Shirts verkauft worden sein, bitte ich um Auskunft, da ich in diesem Falle eine Anzeige und Anklage auf Schadensersatz an den User stellen möchte. Ich werde mich auch an mein Netzwerk wenden und dort Bescheid geben. Mit freundlichen Grüßen, Rainer Winkler, AK Drache. Kannst du mir jetzt glauben oder kannst du mir auch nicht glauben? Das ist egal, wenn der findet, der von alleine oder Ding sich, dann werde ich es eben mit brutaler Gewalt machen. Und ihr braucht nicht glauben, dass ich es nicht Shop lassen können, weil der meine Artikel angeboten hat und meine Shirts. Du darfst, das steht übrigens in den AGBs von Spreadshirt, du darfst keine anderen Shirts imitieren, du darfst nicht andere nachmachen und alles. Sonst kannst du mir, und ich heiße nicht Drachenlord, du blöder Wichser, ich heiße Drache. Wie oft muss ich das noch sagen, Alter, ihr seid zu dumm zum Scheißen, ohne Scheiß. Oh, ich habe sogar eine E-Mail gerade bekommen, habe ich gerade gesehen, warte mal. Vielen Dank für die E-Mail. Wir werden die Anfrage in 24 Stunden, binnen 24 Stunden, spätestens am nächsten Arbeitstag, wenn du nicht warten willst. Ja, genau, da kam auch noch den Dringlichkeitsdienst schon. Ja, gut, so lange kann ich jetzt schon warten, den Tag da, das kriege ich hin. Das wird ja jeden Lauf des Tages bearbeitet, ist jetzt ja noch früh am Morgen. Mir ziemlich scheißegal, ob mir das jetzt glaubt oder nicht. Ich weiß, was ich gemacht habe und ich, im Gegensatz zu euch, kenne mich mit dem Zeug ein bisschen klein wenig besser aus, weil ich mit dem ganzen Scheiß seit mehr als 3 Jahren nicht rumpacken kann, weil ihr nur Scheiße baut. Wegen aller Hater halt, ne? Alter, warum ist eigentlich immer mein linkes Auge? Das nervt mich jetzt gerade. Warum? Wahrscheinlich kommt gleich wieder das Gefühl, du Holzsignal. Weil ich ja auch dafür bekannt bin, dass ich heimlich heule. Was andere sind auf dem rechten Auge blind. Ja, soll's geben. Man sollte nicht glauben, wie viele dumme Arschlöcher Zeit online sind, Alter. Und dann sagt ihr zu mir, ich gehe nicht arbeiten, ich tu nichts für meinen Unterhalt und für mein Leben. Das soll ich mir Gedanken machen, Alter. Moin Moin eben reinwerfen. Servus. Wein ist nicht falsch, bist du auch nur Mensch. Ja, ich heul ja nicht. Ich hab bloß momentan irgendwie so trockene Augen dauernd, weil ich so viel am PC. Ich sollte öfter die Augentropfen benutzen, aber irgendwie mache ich das einfach. Hartz 4. Ey, Alter, du beleidigst hier rum, du hatest hier rum, es ist gerade mal 10 Uhr morgens und ich bin der Hartz 4er, obwohl ich meine Videos, meinen Stream und alles Geld verdiene. Geh lieber mal selber arbeiten, anstatt mich beleidigen, ich bin der Hartz 4er, du Vollidiot, Alter. Brauchst du gerade das Maul aufreißen, wenn du um die Uhrzeit hier groß die Fresse aufreißt, ganz ehrlich. Cerberus. Der Hund der Hölle aus der griechischen Mythologie. Bekannt als Hund mit 3 Köpfen, riesig dargestellt.
Ja, ich schlaf sonst bis 17 Uhr. Also hast du einen Dachschaden, weil ich einmal bis 17 Uhr geschlafen hab. Normalerweise stehe ich um 12 oder so auf. Aber im Gegensatz zu dir, Vollidiot, arbeite ich meistens auch bis früh 5 oder 6. Alter. Du brauchst kaum das Maul aufreißen, Alter. Und ich verdiene mit meinen Videos und meinen Streams Kohle, egal wie lange ich schlaf. Ob ich jetzt bis 2 schlafe oder bis 10 oder bis 8 abends. Das kann dir scheißegal sein. Ich verdiene meine eigene Kohle, im Gegensatz zu dir, Vollidiot. Hartz IV, Lord. Brauchst du kaum sagen, Lara, Alter. Hartz IVlerin. Bist doch du diejenige, die hier Hartz IV kriegt. Dann brauchst du das Maul aufreißen, ey. Ohne Scheiß. So ein Kindergarten. Dumme Arschlöcher den ganzen Tag, ey. Das kann ja echt ernst sein. Was ich arbeite, ich bin YouTuber. Ich mache Videos auf YouTube. Ich mache Livestreams. Ich verdiene mein Geld mit Merchandise, mit Internetvideos und sonstigem Zeug. Scheiß Cappuccino ist leer. Unfassbar, wie viele dumme Menschen um diese Uhrzeit haten, Alter. Danke für die 50 Likes. Die ersten 10 Minuten sind wir so schon ruhig im Chat. Ja. Wenn wir hier einen Level 10er Chat oder so anhätten, dann hätten wir auch unsere Ruhe. Ich wollte nur mal gucken. Zieh ich mal auf den rechten Bildschirm. Das kann ich mal ausmachen, machen wir es ja nicht. Okay, das scheint sie auch erledigt zu haben. Moment, ich wollte mal kurz gucken. Wann bist du im ja, irgendwann nächste Woche halt. Ich bin der Idiot und du bist derjenige, der um die Uhrzeit hier rumhatet. Wer von uns beiden ist hier der Vollidiot? Warum zur Hölle komme ich nicht auf Google? Du sollst Google anmachen, du voll Scheißding, Alter. Meine Fresse. Manicam. Ich wollte mal Manicam ausprobieren, nämlich. Können sich bitte mal alle Arschlöcher hier einen Blasen gehen und dann abhauen und die Fresse halten, ihr dummen Stück Arschlöcher, Alter? Kann ja euer Ernst sein, ey. Geht euch einen blubbern und sucht euch mal jemanden, der euch da selber eine reinhaut, damit ihr endlich mal die Schnauze halten könnt. Kann ich euer Ernst sein? Kann sein, die Verbindung mal kurz abkackt. Ich zieh mir mal mein Manicam schnell. Du bist voll Comedy. Weißt du? Danke für die 50 Likes. Kann sein, dass die Verbindung jetzt mal kurz runterkackt. Ich will jetzt mich kurz mal mit Manicam auseinandersetzen. Aber es geht um die Uhrzeit, denke ich auch mal. Das Ding ist ja recht klein eigentlich.
120 Zuschauer sind 115 Hater. Ja, um die Uhrzeit sollte man denken, ich hab bloß 15 Zuschauer. Das ist echt, was an mir angelegen hat, dass solche Arschlöcher echt den ganzen Tag nur Scheiße labern. Der Hammer hier. Ja, allerdings. Und sag mal, Blondie, warum warst denn du um 12 nicht hier? Sag mal. Ich dachte, wir haben ausgemacht, dass du um 12 bei mir vor der Tür stehst. Nackig. Unglaublich. Wartet mal hier und wartet mal hier und dann fällt man um 1 müde ins Bett. Unglaublich. Das sind die Harzer, die kein eigenes Leben haben und haten. Sagen ich nach Harzer, obwohl ich überhaupt kein Harz für bekomme, zusätzlich meine Videos, meine Livestreams und meine Merchandise-Sachen mache und damit meine Kohle verdiene. Das ist ja der größte Witz seiner ganzen Kindergartenscheiße. So, das sollte man sich mal geben, ey. Ich will verklagen, dass die meinen Shop imitieren und mit meinem Namen, und das ist Drache Offiziell, zufälligerweise Geld verdienen. Drachenlord und Drache Offiziell, das sind meine Markennamen. Und dass das als Marke oder als Ding gilt, das kannst du dir einfach dadurch anschauen. Schau mal im Internet, Drachenlord, google mal Drachenlord. Und dann schauen wir mal, wer von uns beiden recht hat. Mein Name taucht, oder ich tauche überall als Bild von im Namen Drachenlord auf, oder Drache Offiziell. Tauch überall ich auf, ausnahmslos. Das ist mein Name und meine Marke. Da kannst du sagen, was du willst, alle. Und das ist genau der Punkt, auf den du nicht klarkommen wirst. Und die anderen hätte auch nicht. Viel Spaß mit dem Anwalt. Ja, meinst du? Sollt euch lieber mal selber freuen auf den Anwalt, Alter. Dann wurde doch mal die Frage, ja, welche Frage, Alter? Ich habe tausende Fragen hier gerade. Ich habe gerade eine Frage beantwortet, du Vollidiot, Alter. Pass mal ein bisschen auf, wenn ich was sage. Da brauche ich nichts mehr rechtlich schützen in dem Fall. Schau im Internet nach, Drachenlord, welche Hackfresse wird damit in Verbindung gebracht? Das bin ich ausnahmslos. Drachenlord ist, oder Drache Offiziell und Drachenlord, das ist seit Jahren mein Name. Alle. Da brauche ich nichts mehr schützen lassen, das sieht man automatisch und das verdanke ich nebenbei übrigens euch Idioten, euch Hatern, verdanke ich das, dass mein Gesicht mit dem Namen Drachenlord und Drache Offiziell in Verbindung gebracht wird. Außerdem der Shop. Das sind die gleichen Shirts, die ich verkaufe. Was alles, was schriftlich ist. Und das könnt ihr machen, was ihr wollt, weil mein Shop schaut ganz genauso aus. Mit Ausnahme, dass ein paar andere Shirts noch mit drinnen sind. Und Bilder, auf die ihr kein Recht habt. Aber ihr glaubt, nur weil ihr die Bilder nicht verwendet, habt ihr kein Recht, das zu löschen und zu melden. Ihr habt da wohl eine Macke. Scheißegal, wessen Name das ist, Junge. Es gelten Markenrechte. Ja, und die Markenrechte, dann habe ich zufälligerweise. Ich weiß jetzt bloß nicht, auf wen die Aussage bezogen war, Kitty. Also, ob das jetzt auf die Hater oder auf mich bezogen war. Drachenlord. Jeder bringt mich mit Drachenlord in Verbindung, mit Drache Offiziell. Das ist meine Marke, zufälligerweise. Auch wenn es keinem gefällt, das ist meine Marke. Basta. Genauso wie TOM. TOM ist meine Marke. TOM, Time of Metal, habe ich erfunden. Das ist mein Format. Es gibt kein Format, das so ist wie mein Format, Alter. Es ist eine Art Review-Format, aber es ist eine komplett andere Situation und alles. Und das ist mein Name für das Format. Deswegen habt ihr auf den Namen auch kein Recht. Und Humble-Typ, du hast mir gerade die einzigartige und wahrste Situation offenbart. Du Typ hast kein Leben. Du bist abends um 8 Uhr hier, um 20 Uhr da, um 23 Uhr, 22 Uhr, um 5 Uhr da. Du bist frühs um 8 Uhr da. Alter, du Typ hast kein Leben. Du bist garantiert ein Hartz-IV-er, der irgendwo daheim hockt auf der Couch und zu faul ist, selber irgendwas auf die Kette zu kriegen und mich beleidigt, ich bin ein Hartz-IV-er. Das ist halt schwierig, glaub mir mal. Du, glaub mir, ich habe mit dem ganzen Zeug Erfahrung seit 3 Jahren. Ich weiß schon, was ich tue. Die haben schon mal einen Shop gemacht auf Spreadshirt mit meinen Artikeln. Oh,
Der Shop, den hat's 2 Wochen gegeben. Nach 2 Wochen war er weg, weil ich oder 2 Tage vorher. Das ist den Account zu 10 teilen, ist scheißegal. Wie können Sie den Account mit 1000 Leuten teilen? Das ist mir scheißegal. Der Account und das Ding wird wegfliegen. Und wenn die das wieder neu hochladen, dann gibt's eben Probleme. Pech gehabt. Das ist jetzt Manicam oder was? Würde mich jetzt nur interessieren, wie das funktioniert gerade. Ist jemand zufällig hier, der sich mit Manicam auskennt? Und der auch zufällig eventuell auch Bock auf Gast hat? Hallo Drache, Servus. Kannst du ja mal versuchen, ob es den patentieren lässt. Dann verklage ich dich, weil ich den Namen seit mehr als 5 Jahren benutze. Drachenlord benutze ich seit mehr als 5 Jahren. Drache offiziell benutze ich seit mehr als einem Jahr. Beiden Namen mich in Verbindung. Wenn du es magst, kann ich gerne verklagen auf Diebstahl von geistigem Eigentum. Mach's doch, wenn es unbedingt meinst, du Vollidiot. Das? So, mal sehen, was haben wir hier alles zur Auswahl? Wir haben hier YouTube, Zox. Was ist ein Zox? Kenn ich gar nicht. Yahoo, WebEx, Anstream, Tubler. Auf Tubler kann man auch streamen. TinyChat kennt. Ehrlich gesagt kriege ich nicht ganz, wie das Manicam gerade funktioniert. Ich habe überhaupt keine Auswahl auf YouNow. Ist halt blöd, weil ich wollte eigentlich jetzt nebenher ein bisschen euch zuhören lassen, was ich mache. Weil ich habe jetzt eigentlich vorgehabt. Wobei, wenn ich streame, geht es wahrscheinlich wieder nicht, ne? Ich würde lecken wie Sau. Weil ich überlegt habe, ein bisschen Leute zu zocken. Yeah.
Johnny, du bist schuld. Wegen Johnny habe ich jetzt wieder Bock auf LOL, ey. Wie heißt du bei LOL? Na, das wüsstest du gerne. Ich nehme in LOL sowieso niemanden an. Von daher. Ich meine, im Normalfall, wenn das Programm nicht verfügbar ist, auf dem ich streamen will, dann habe ich ja bloß die Möglichkeit normalerweise ein Ding zu machen. Custom. Wir müssen reden. Müssen tue ich nur eins, und zwar Konsequenzen ziehen im Leben. Und mit dir reden gehört dazu. Das ist keine Konsequenz von irgendetwas. Also nein, ich muss nicht. Servus. Was ist bitte ein Seppu? Drachen laufen, nicht Drachen fliegen. Wie geht's dir, Rainer? Mir geht's ganz gut, danke dir auch. Ich hab noch nie Metal gesungen in meinem Stream. Ja. Was glaubst du, was ich hier gerade tue? Nur weil du aber brauchst ja nicht groß rumhängen und so, oder? Hast du es durchgemacht? Nein, ich habe nicht durchgemacht. Ich schlafe von etwa halb zwei, oder kurz vor halb zwei bin ich in, ja, kurz vor halb zwei, und ungefähr um viertel fünf bin ich wieder aufgestanden. Gruß aus Frankfurt. Gruß zurück nach Frankfurt. Ich gehe auf überhaupt keine Kanäle, die mir irgendjemand vorschlägt. Und Links werden hier nicht gepostet, ihr armseligen Würstchen. Was ist eigentlich verkehrt mit euch? Habt ihr es so nötig, Aufmerksamkeit zu erhaschen, dass ihr bei mir im Stream hier immer eure Links posten müsst, ihr dummen Arschlöcher? Könnt mir gerne mal blubbern, Alter. Grüße aus Peru. Peru, da will ich auch mal hin. Ewig her. Nee, ich glaube nicht. Chat ist ja auch schon da. Servus, meine Schöne. Hast du wieder durchgemacht, Jenny?
Hast du was gegen meinen Busch auf dem Kopf oder was, Alter? Der Busch hat schon mehr Frauen geknallt als du, Alter. Hab gehört. Ja. Schön, dass du Sachen hörst, die totaler Arschkrieg sind, Alter. Weißt du was? Fahr dir mal mit dem Finger durch die Ritze und riech dran. Genau sowas bist du, Alter. Wie wär's mit einem Kaffee? Ja, tatsächlich habe ich auch schon überlegt, meinen Kaffee zu machen. Aber ich glaube, man muss ja schon meine Kaffeemaschine sauber machen. Voll der Lauch. Ach, ich glaube, ich rauche lieber an, als Lauch zu sein. Komm, ich hätte dich jetzt. Okay, die Aussage verdient schon den Block. Könntest du dir eine Glatze vorstellen? Ich habe schon mal eine Glatze gehabt, also nein. Ich streame an dem Tag mit Krobas, an dem ich alle anderen töte. Also gar nicht. Falls es zu unverständlich war. Ich war nie ein Nazi und im Gegensatz zu dir muss ich auch mal was arbeiten. Also halt bitte mal die Fresse und geh sterben, du Lackaffe, Alter. Einmal, aber das war bevor ich wusste, was für ein Arschloch es ist. Wie heißt das Lied? Das ist Last Man Standing von Hammerfall. Drache, du bist cool. Nö, bin ich nett. Ich will aber auch nicht cool sein, weil cool sind solche Typen wie der Arsch hier, Alter, der Arschkeks Gay Shot. Ja. Der Name sei cool, der meint, sein Bild sei cool und meint, der muss jetzt auch dicke Hose machen, indem er sagt, hier Mill, weil er zu dumm ist zum Schreiben und damit meint, er kann es nicht verbergen, wenn er hier rumhatet und rumschreibt, wo andere Leute schon Probleme haben. Was gereizt? Ich habe nur wenn dir das nicht passt dann und es dich wundert, dass ich gereizt bin, dann ernsthaft. Gnome, irgendwie muss man ja seinen Lebensunterhalt verdienen und im Gegensatz zu dir, der sich nur auf den Staat verlässt und auf mich und auf andere Menschen, die arbeiten und ihm die Kohle in den Arsch schieben, ja, ich arbeite gerade. Und ich habe heute wahrscheinlich schon mehr gearbeitet als du, weil ich habe heute schon an mehreren Skripten gearbeitet. Arbeitslos, Lord. Nur weil du arbeitslos bist, brauchst du nicht wieder auf andere projizieren, du Bissnäge, Alter. Fahr mit dem Finger durch die Ritze und riech's dran. Genau das bist du. Also ist mir scheißegal, was du glaubst, Alter. Drei Stunden habe ich geschlafen.
Und ist ziemlich unruhig noch dazu. Ohne Scheiß, Alter, Leute, verdammt nochmal. Wir haben 8 Uhr, wir haben 10 Uhr morgens, kurz vor 11, Alter. Warum sind so viele Arschlöcher da? Geht mal sterben, Arschlöcher, und haltet die Fresse, Alter. Anderen auf den Sack zu gehen. Fahrt lieber mit dem Finger durch die Ritze und riecht dran. Genau das seid ihr. Scheiße, nämlich. Wäre doch besser sein. Danke, Amox, für die 50 Barren. Danke, Amox, für die Likes. Das ist mir scheißegal, ob der Spruch langweilig wird. Die Hater bringen den gleichen Spruch 10.000 Mal am Tag. Ja, mit Lü-Lü-Lü, oder Lügenlord, oder Hartz-IV-Lord, oder, keine Ahnung, irgend sowas. Ja, immer der gleiche Spruch, und das bringen die tausendmal, nicht nur dreimal. Und ich weiß, ich hab zwei gezickt, aber nur weil ich so gezeigt habe, weil der Finger zu weit weg. Let's Plays, ja. Ich muss die Abstimmung noch auswerten. Ich muss sowieso etwa 50% von den Nein-Stimmen abziehen wegen Hatern und so weiter. Wobei, wenn ich mir das so anschaue, eher 90% der Nein-Stimmen. Ich muss mir überlegen, leider mal von Lachflitter ein paar Tipps geben lassen, wie Anycam funktioniert. War eh klar, dass du machst, was du willst. Junge, pass mal auf, du dummes Arschloch, Alter. Du und alle anderen Hater behauptet immer, es gibt nur Hater. Ich könnte auch sagen, dass ich alle Nein-Stimmen absetze. So habt ihr immer noch ein paar Prozent, die ihr überhaupt. Ihr behauptet, ich habe nur Hater. Ich sage, ich habe einen großen Teil nicht Hater. Und da die ganzen Nein-Stimmen ganz klar Haters sind, sei froh, dass ich nicht die ganzen Nein-Stimmen komplett wegkicke. Also halt mal lieber die Fresse und hör auf, hier groß auf die Kacke zu hauen. A, ihr behauptet immer, ich habe nur Hater, und B, behauptet ihr dann, wenn ich die Abstimmung so setze, dass es besser hinhaut, weil die ganzen Hater-Stimmen raus sind, dann heißt es plötzlich wieder, ja klar, er macht wieder, was er will. Ey, ihr seid diejenigen, die nur Scheiße labern. Ich mach nur die Abstimmung richtig. Ich mach eure Hater-Stimmen, die keinerlei Bedeutung haben, wieder raus. So schaut's nämlich aus. Genau das ist nämlich der Punkt. Es gibt nicht nur Hater. Ich weiß, dass es nicht nur Hater gibt. Und das ist nämlich genau der Punkt. Eben weil es so viele Leute gibt, die nur haten, dann nehme ich 50% der Stimmen, der Nein-Stimmen, und setze die ab. Genau deswegen, weil es eben so ist. Lass mich ärgern, ich bin kein Hater. Wie gesagt, ich weiß, dass es nicht nur Hater gibt. Es gibt mehr als genug Leute, die anständig sind. Aber die Typen, die Nein gemacht haben, sind eben Hater zum Großteil oder eigentlich fast alle. Und deswegen ziehe ich etwa 50% der Stimmen ab. Oder ja, 50%. Warum sind alle Nein-Stimmen Hater? Ist ganz einfach. Weil die Hater natürlich klar genau das machen wollen, was sie meinen, dass ich nicht will. Ich habe euch 3 Abstimmungsmöglichkeiten gegeben. Die vierte, die war eigentlich nur für die Hater da. Weil die ganz prozentig wieder auf Nein gehen würden. Dass ich es machen würde, war klar. Aber nur wenn jetzt wirklich, sag mal, wenn jetzt 90% Hater gewesen wäre, wenn 90% Nein gewesen wäre, hätte ich das mit 5% abgezogen. Und dann wären die 30% immer noch da gewesen. Da aber bloß 58% in der Abstimmung so waren, danke Bologa. Da aber nur 58% da waren, ziehe ich jetzt trotzdem 50% ab. Dann sind eben nur noch 8% Stimmen auf Nein. Erkläre ich aber noch genauer, bis dann um das Thema geht. Wo ich dann hochlade.
Danke für die Likes. Sagt jemand, der 200 Kilometer. Dann tut mir doch mal alle einen Gefallen. Alle, die das gerade nerven mit diesem Gehate. Geht mal her und meldet alle Hater-Aktionen. Reportet die, damit der Moderator auf uns aufmerksam wird und dann endlich mal den verfickten Low-Level anmacht, damit wir endlich mal unsere Ruhe von diesen Arschlöchern haben. Anstatt mir immer zu sagen, ja, reagiert nicht drauf. Nehmt da mal eure eigenen Ärsche in die Hand. An alle. Das gilt wirklich an alle. Und geht mal her und reportet diese ganzen Hater-Arschlöcher. Dann haben wir auch mal unsere Ruhe. Ja? Weil es bleibt immer alles an mir hängen. Ja, die sagen immer, ich bin keine. Ja, aber ihr könnt ja genauso hergehen und mal wegen reporten und so, wenn ihr mithelfen. Es bleibt immer alles an mir hängen am Ende. Das kann einfach irgendwo nicht hinhauen. Wartet mal. Du bist schon ein dummes Arschloch. Ich dachte, meine Regeln für Gäste sind mittlerweile klar. 10 kenne und auch nur mit Kamera und Bild. Das ist nicht Drachenlord. Was ist hier? Mal wieder ein Haufen Arsch. Muss ich mal geben, schau das mal an. 161 Zuschauer, Alter. Was zur Hölle geht hier ab? Alle Arschlöcher gehen jetzt mal bitte pissen und dann gehen sie bitte mal in die Schule. Mich beleidigen als Nichtskönner, als arbeitsloses Arschloch und gleichzeitig aber nicht in die Schule gehen, um zu lernen, damit sie selber mal in der Schule anständig was vorhaben, Alter. Damit sie nach der Schule was können. Mann, Leute, ihr behauptet, Johnny führt mich vor und nehmt Regenbogenschaf als Aussage ernsthaft. Alter, der Johnny kann doch anschauen und machen, was er will. Es geht doch mich einen Scheißdreck an. Amox genauso, Abby genauso. Jeder kann das machen und mögen, was er will. Ich muss es deswegen nicht mögen. Und das ist genau der Punkt, der trifft an alle Hater, Alter. Ihr checkt es einfach. Jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit hat und jeder das hören und machen und tun und sagen und machen kann, was er selber will. Und es alle anderen am Arsch vorbeigehen kann, weil es alle anderen am scheiß Arsch vorbeigeht, weil es alles nichts mit euch zu tun hat. Wenn der Johnny irgendwas machen will, dann soll er es machen. Wenn ich irgendwas machen will, muss es dem Johnny nicht gefallen, aber es muss mir passen. Meine Fresse, Alter, jetzt werdet doch mal erwachsen, das kann doch nicht euer Ernst sein, Alter. Voll die Arschlöcher, solche Kindergartenkinder, was ist denn heute wieder los, Mann, Alter? Wacht ja mal ein wenig auf und macht mal euer Hirn auf, ey. Das kann doch nicht sein. Und sowas nehmen die dann ernsthaft als Vorwand, Alter, um mich gegen irgendjemanden aufzubringen. Ey, ohne Scheiß, Alter. Nur weil ihr den ganzen Tag und in eurem ganzen Leben nur Hass empfindet und andere Menschen nur neidet, müsst ihr doch nicht immer hergehen und meinen, dass andere Menschen das auch tun. Nur weil ihr zu dumm seid, euer eigenes Leben in den Griff zu kriegen und euer eigenes Leben richtig in den Griff zu kriegen. Kann nicht euer Ernst sein, Alter. Kommt mal im Real Life an, ihr dummen Arschlöcher. Kann doch echt nicht wahr sein. Und genommen, du hast schon tausendmal bewiesen, dass du kein Real Life hast. Also halt die Fresse. Und kann der Moderator endlich mal den verfickten Low-Level anmachen? Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal den Moderatoren erscheinen blasen muss, dass die den Low-Level bei mir anmachen, wo das doch mittlerweile allgemein bekannt ist, dass die Scheiße nur bei mir am Dampfen ist, wenn ich streame. Und das ist sogar um die Uhrzeit. Kann doch nicht wahr sein.
Muss ich den Moderatoren echt jedes Mal hinterherkriechen, damit die mit was machen? Wofür werden die Moderatoren bezahlt? Ohne Scheiß. Wahrscheinlich fliege ich gleich raus, weil ich die Wahrheit sag. Ey, ohne Scheiß, Mann. Kann nicht wahr sein. Beim Ernst, ey. Muss man jedes Mal vor den Leuten kriechen, damit die auch mal ihren Job machen, ey. Kommt eigentlich ein Typ immer wieder und wieder rein, hat immer von vornherein direkt Level 5, das begreife ich nicht. Knock, dankeschön für die 50 Bahn. Kann ich nicht sagen, ey. Seit Januar warte ich drauf, dass er mal sich was auf der Seite ändert. Dass er mal die Seite auch mal Vorschläge umsetzt, die auch gemacht werden, damit die Seite mal besser läuft. Was für alle. Sowohl für die Streamer als auch für die Zuschauer angenehmer wird. Das sind nur noch Probleme an der Tagesordnung. Das kann echt nicht wahr sein. Wenn es weitergeht, gebe ich der Seite noch ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Schlimm RTL, Alter. Danke für die Likes übrigens, jetzt bin ich drauf hingegangen, Entschuldigung. Überlies dir einfach, was sie schreiben. Ja, wenn es so einfach wäre, Abby. Wenn einer oder zwei schreibt, okay, aber wenn tausende Leute schreiben, überliest du das einfach nicht. Das geht gar nicht. Das sind echt zu viele kranke Menschen, aber volle. Ey, die Seite, YouNow ist nur noch eine Seite für Leute, die einfach nur noch Scheiße bauen wollen. Und die Leute unternehmen nichts dagegen. Kann doch nicht sein, dass man, zum Beispiel, warum hat man keine Liste, damit alle sämtliche Links gesperrt werden auf meinem Stream? Links auf meinem Stream. Wenn ich einen Link posten lassen will, dann poste ich ihn selbst. Und das lässt sich alles einstellen, ohne Probleme. Das geht auf jeder anderen Streamseite. Hat so viel Potenzial, aber irgendwie ist immer schief. Das auch nicht. Ja eben, wenn ich Links posten will, poste ich sie selber. Es geht darum, dass hier irgendwelche Arschlöcher Links posten, die hier nicht reingehören, die hier nichts zu suchen haben, die hier nur andere Leute provozieren sollen. Darum geht's. Wenn ich einen Link poste, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jemanden stressen will, sondern damit, dass ich einfach mal Werbung für mein Zeug mache oder euch einen offiziellen Link von mir zeigen will, weil alle anderen nur Haterlinks posten oder gepostet haben oder irgendwo nur Haterlinks auftauchen, damit es eine Klarheit gibt, was wirklich ist. Weil meine Zuschauer und meine richtigen Zuschauer, die wollen eben meine Links und nicht irgendwelche Haterlinks haben. War ganz klar, oder nicht? Mein Shop wurde eben nicht gepostet und du stirbst jetzt, Zeller. Warum tauchst du eigentlich immer wieder auf, Alter? Ey, ohne Scheiß, ich verspreche dir, lauf mir niemals über den Weg, Alter. Du landest im Krankenhaus, das sag ich dir. So kranke Menschen wie du, Alter, die können ins Krankenhaus geschlagen, Alter, ohne Scheiß. Und dann gleich in die Psychiatrie danach. Kann echt nicht wahr sein, Alter.
Was ich heute noch Schönes mache? Also ich habe heute wahrscheinlich noch vor. Ich werde heute wohl noch meine Videos machen. Ich habe an einem Video gearbeitet vorhin. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, bei mir ist es auch echt mies. Wenn man bedenkt, ich wollte heute eigentlich einen Sohn, wollte da eigentlich ein Video machen und einen Stream machen und alles. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Marvel-Videos an oder ein paar Marvel-DVDs schauen. Mickey Krause, der Schauspieler, der ist ganz cool eigentlich. Messiah. Das sieht gut an. Ja, soll ein Top-5-Video werden. Ich weiß bloß nicht, ich kann mal kurz schauen. Ich will das schon seit Ewigkeiten rausfinden, aber irgendwie... Ich will das schon lange herausfinden, aber ich finde wahrscheinlich Quill davon. Es gab ja mal Star Trek, der Aufstand. Da gab es so richtig geiles Viech. Aber ich finde das Bild von diesem Viech einfach nicht. Doch, da ist es ja! Ach verdammt, das ist so klein. Das ist so ein schlechtes Bild. Aber das ist schon mal der Anfang. Das brauche ich nämlich fürs Video. So richtig geiles Vieh ist es nämlich. Oder stimmt, das war so, war Sänger, ne? Genau. Ja, keine Ahnung. Ich beschäftige mich mit sowas überhaupt nicht eigentlich. Musik angeht, bin ich eher auf die Musik, weil da sind mir die Musik wichtiger. Das Viech suche ich immer noch. Aber ja, schöneres Bild davon wäre nicht schlecht. Kenne ich nicht, hab den Film nie gesehen. Das ist so, schaut aus wie eine Raupe, ist aber größer, ist so richtig, so rund ungefähr. Das sieht voll lustig aus. Das ist mein Lieblingsviech aus dem Film. Und das geht da eben um so Top-Viecher irgendwie aus so Filmen und so. Wenn ich es halt so lustig finde. Bild findet man eigentlich so gut wie nie, ey, das ist voll schlimm. Chewbacca oder wie die hieß. Was? Chewbacca? Das war Stargate. Nein, das war Star Wars, was du gerade meinst. Nein, ich rede von Star Trek. Star Trek ist nur was anderes. Raumschiff Enterprise, hallo! Baby! Machen wir jetzt schwach. Rinnstein, halt doch mal das Maul und halt endlich mal dein Fest. Das nervt doch jeden Nerv. Learning to fly. Die Abby wieder, Alter. Sind zwar komplett zwei unterschiedliche Welten, aber ja, ist okay. Eigentlich. Ich habe echt keine Ahnung.
Film damals auch nur angeschaut, weil ich damals gezwungen wurde, mehr oder weniger. Sonst hätte ich den Film auch nie gesehen, aber das Viech fand ich immer schon geil. Guten Morgen, Chrissy. Ja, naja, ich werde jetzt aber auch noch mal so lange online bleiben, denke ich, werde jetzt langsam offline gehen. Weil, ja. Und so ein kleiner Morgenstream jetzt mal. Werden wir jetzt dann um die Videos kümmern müssen, definitiv auch. Außerdem schreibt eh keiner mehr gerade. Das Lied mache ich jetzt noch mit und dann bin ich weg. Dann gehe ich offline. Ist mal Ruhe hier. Wäre mal schön, wenn es so wäre, ist es aber leider nicht. Jetzt ist es zwar ein bisschen ruhiger gerade, aber ich wette, ich würde mein Leben darauf wetten, dass es nicht mehr so lange so bleibt, wenn ich jetzt noch lange online bleibe. Und Drool, ich würde dir empfehlen, halt endlich die Schnauze. Ich werde dich sowieso immer wieder blocken, wenn du reinkommst. Und das meistens wahrscheinlich noch, bevor du irgendwas posten kannst. Also lass es einfach gut sein. Akzeptiere einfach, dass du keine Chance gegen mich hast. Und damit ist gut. Na, er ist gerade schon wieder raus. Kommt wahrscheinlich gleich wieder mit einem neuen Account rein. Und bevor er irgendwas posten kann, werde ich ihn eh wieder rauskicken. Also, drauf gewaint. Ich bin Jürgen Kacknub. Was? Was gibt's gar nicht? Kacknub sind nur diejenigen, die hier nur Mist machen. Oh Mann, das ist so geil. Danke Jana für die 500 Barren. Kommst du heute Abend nochmal? Weiß ich noch nicht, weil ich bin jetzt schon ziemlich im Arsch. Kann gut sein, dass ich mich heute Abend früh hinlege. Würde ich eigentlich schon fast darauf wetten sogar. Kann ich also noch nicht versprechen, dass ich ja heute Abend online bin.
Ich muss übrigens nachher noch mit jemandem schreiben, fällt mir gerade so ein. Die Person hat mir jetzt gestern einmal geschrieben, deswegen habe ich jetzt das eigentlich auch größtenteils ignoriert, aber ja, muss ich dann nachher mal nachschauen. Kabu ist noch nicht leer. Also mein Cappuccino ist schon leer. So Leute, also ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ob es heute Abend ist oder morgen, das weiß ich noch nicht. Ja. Aber ich danke euch jetzt mal fürs Zuschauen. Cool, dass ihr jetzt da wart. Danke für die ganzen Leute, die Likes gegeben haben, die jetzt da fleißig mit dabei waren noch. Und ja, ich wünsche allen auf jeden Fall heute noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Genießt die restliche Woche. Ich weiß nicht, ob ich jetzt morgen oder heute oder nochmal streame, keine Ahnung, mal gucken. So, dann haut rein, tschö tschö und bis dann. Tschö. Danke, Abby, dir auch.